Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls Remastered. Und ich nehme gerade im Anschluss auf, quasi nach der letzten Folge. Wir haben jetzt einen Weg gefunden, wie wir quasi zu unserem ersten Boss kommen, die Gargoyles. Und haben auch schon ziemlich eine draufgekriegt. Und ja, mal gucken, ob wir es vielleicht jetzt schaffen können, sie zumindest einigermaßen zu besiegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 100% schaffen werde. Aber ich versuche mein Bestes zu geben. Ja, und wie ihr seht, wir sind jetzt mit der Elmbade unterwegs. Ja, womit wir halt relativ schnell die Gegner abschnitzen können. Upgraded haben, also gelevelt haben wir die Waffen noch nicht. Das ist wirklich alles so, wie es ist. Oder hat versucht uns zu backstabben. Beziehungsweise zu parieren. Und mal gucken, ob wir das jetzt schaffen. Oh. Sehr schön. Wir wissen ungefähr, wie wir gegen die vorgehen, nachdem wir ja zum Glück den bösen Zauberer besiegt haben und er plus noch er plus einmal zurückkam. Nicht 10.000 Mal zurückkommt. Schön. Autsch. Wunderbar. Okay, das war relativ einfach. Jetzt kommt natürlich der schwere Teil an der Sache. Kann auch sein, ich muss ehrlich sein, es kann auch sein, dass die Folge nicht ausgestrahlt wird, je nachdem, wie wir vorankommen gegen die Gargoyles. Wenn es gut läuft, dann ja, wenn nicht, dann, naja, ne? Dann vergesst. Boah, Alter. Okay, gut. Aua. Okay, der Clou ist halt an der Sache, wir müssten eigentlich so schnell wie möglich einen besiegen, denn es werden zwei wiederkommen und wir haben es nicht geschafft, nicht mal einen Schaden zu machen. Okay. Wir haben ja zweihändig, wir hatten einhändig, ne? Ja. Okay, zweihändig ist eher schlecht. Ja, einhändig ist besser. Ja, müssen wir versuchen. Kann auch sein, dass die Folge nicht so lang wird, weil hier will ich wirklich präzise auf den Bosskampf eingehen. Und wenn wir gut sind und den Bosskampf relativ schnell meistern, dann ja, ne? Also quasi die Folge endet, sobald wir den Boss gelegt haben. Oder je nachdem, wenn wir eine Stunde für einen Boss brauchen, dann muss man sehen. Nein. Okay, scheiße. Gut. Wunderbar. Okay, einfach durchrennen kann ich jetzt auch nicht. Bei denen zumindest nicht, weil es halt sehr viele sind. Wunderbar. Okay, das war sehr schlecht. Okay. Oh Mist.
Und das muss verkniffen werden, dass ich getroffen werde. Das darf nicht passieren. Am besten gar nicht getroffen werden. Das ist das Perfekte. Aber in dem Fall wurden wir leider getroffen. Wir haben auch kein Blitz mehr da. Nee. Also ich kann es nochmal versuchen. Mal sehen. Immer wieder dieser Move. Wie viel Schaden mache ich? Ja, doch, also ist schon. Ist. Wenn man weiß, wie es geht, ne? Ach, verdammt. Na ja, gut. War zumindest schon ein bisschen besser als beim letzten Mal. So langsam kriegt man den Dreh raus. Vielleicht mal gucken, wenn man das Moveset kennt. Natürlich kann ich auch ein bisschen was ablegen, weil ich glaube, wir sind viel zu. Ja, das müsste gehen, ne? Jawohl. Oder? Ne, immer noch zu, hab ich. Ah, das ist schon besser. Ich versuche mein Glück. Sehr gut. So, da kann mir ja egal sein, da schießt er eh noch seine Pfeile ab. Ist das wohl schlecht? Warum ich das gemacht habe, ich frage mich, weiß selber nicht. Ist das Wort zu früh? Okay, ouch. Nein. Oh. Okay, das war knapp. Okay, das war mehr als knapp. Okay, wir trinken mal zwei, weil wir sind nicht gerade sehr fit. Ja, also ich muss mir merken, der erste Angriff kommt von oben, damit wir auf den Boden geklatscht werden. Wenn ich den ausweichen kann, bin ich schon mal halbwegs gut. Wenn nicht, dann. Genau. Okay, wo ist. Nun, das war so nicht geplant. Ja, das war kacke. Na super. Ich hab's mitbekommen, dass Blitz sehr gut gegen die ist. Problem ist halt, wir haben keins mehr, kein Goldharz.
Sehr gut. Wunderbar. Nein. Oh Mann, die blöde Anvisier. Da. Damit. Da, nein. Oh, Run wird's immer schlechter, ne? Ich merk schon. So, sehr gut. Lief nicht gut. Wie gesagt, ich versuche das jetzt einfach mal, wenn es klappt, dann nehme ich das mit rein. Ansonsten mache ich das. Oh, danke schön. Oh, Alter, jedes Mal die gleiche Scheiße. Okay, das funktioniert nicht. Mit. Nein. Mist, ich bin immer zu. Ach Mann. Aber gut, es lief schon mal ein bisschen besser. Oh, sehr. Wie gesagt, es lief schon mal besser jetzt. Ja? Ja, wir haben ja gemerkt, wenn ich jetzt Blitz hätte, hätte ich sehr viel Schaden. Ich kann ja mal probieren, wie ist es, wenn ich zweihändig. Okay, das kostet sehr viel Ausdauer. Probier es jetzt mal aus bei den Gegnern hier. Wie das ist, wenn ich mit. Ne? Okay. Okay, das ist cool. Okay, das. Okay, aber es ist halt nicht gut. Es kostet sehr viel Ausdauer, bis ich dann wieder relativ fit bin. Das dauert dann. Deswegen. Nein. Ein Backstep. Yes. Okay. Hörst du auf? So, jetzt gucke ich noch mal. Also blöd. Wie sieht das aus, wenn ich das? Okay, das ist ein sehr großer Umschlag. Okay. Gut. Das war schlecht. Okay, das war wieder gut. Echt? Hit. Okay. Okay, ob ich das jetzt schaffen werde, ich bezweifle es. Wir haben jetzt zwei Hand. Mal gucken, wie viel Schaden wir überhaupt machen. Das.
Okay, 117 ist schon mal gut. Shit, eine Ausdauer. Und der zweite Gargoyle ist aktiv. Jetzt wird's gefährlich. Weil der zweite kann Feuer spucken. Geil. Ach, das war's schon. Das ist, ja. Okay, gut. Also sind wir theoretisch noch nicht gut genug. Ja, da würde ich sagen, wir werden jetzt erstmal. Ja, wo können wir jetzt eigentlich hingehen, ohne dass wir dahin. Wir könnten. Na gut, mal gucken. Weil dann werde ich die Gargoyles erstmal auslassen und mir erstmal ein bisschen Goldharz besuchen. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, wo es gibt. Aber ich werde mich da überraschen lassen. Irgendwo den passenden Händler finden. Mit Goldharz, ne? Also. Es wäre machbar, so wie wir es gerade gemacht haben. Bloß der Schaden ist halt noch nicht. So, stimmt, wir können ja hier hingehen. Gucken, ob wir hier vielleicht jemanden finden, der uns etwas helfen kann. Natürlich könnten wir auch Menschlichkeit machen, damit wir jemanden rufen können. Aber. Was hast du? Hast du das, was ich möchte? Nein, hast du nicht. Come again. Ja, komm wieder. Okay, gut, der hat das nicht. Aber wir haben ja noch einen Schlüssel gefunden im Kerkersch. Wenn wir nochmal mit dem Typen hier reden. Find a smith unless you enjoy swing. Ah. Okay, gut. Der bringt uns auch hin. Was ist hier unten? Hä? Oh, hallo. Keine Antwort, sie kann nicht sprechen. Erstes Flakon verstärken. Gut. Hier. Okay, hier ist der Abgrund des. Was ist das? Ah, Hilfe. Na, super. Okay. Hier sind wir. Okay, das Geistergebiet, wo wir noch nicht hingehen sollten. Ruinen von Neulondon. Alles sehen zu mitnehmen. Hier geht's. Oh. Erschlossen. Aha. Okay.
Halt es nicht auf. Oh, hallo. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Hm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escaping. It's safe here. Can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what may be the best in Vinheim. Oh, okay. Waffen, okay. Wir gucken erstmal kurz hier Gegenstände kaufen. Hat nichts für mich. Und ich sehe gerade, okay, lang. Wir könnten was upgraden. Claymore kann man nicht upgraden. Ein helle Bade könnten wir auf Stufe 1 machen. Plus 1, 121. Ausrüstung reparieren. Ja. Ja gut, Rüstung kann man eh kaum welche, ne? Okay. Goodbye, then. Wiedersehen. Gut, da hätten wir quasi unsere Waffe upgrade. Ja, dann besser. Alle drei? Na gut, plus zwei. Und er verkauft leider kein Goldhacht. Hey du, wie geht's? Panzerbrecher. Okay, wie gut ist das? Okay. Konterflug, okay, den brauchen wir für dieses Gebiet. So viel weiß ich. Dafür brauchen wir Wanderflug. Aber ich werde hier auch noch nicht hingehen. Das war jetzt noch mal ein kleines Reinschnuppern. Sehe. So, Hebel ziehen. Okay, bringt nichts. Gut, also da gehen wir erstmal wieder nach oben, ne? Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Gold drauf. Wäre halt schon praktisch, wenn wir einen zumindest vorher schon besiegen können. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das herbekomme. Hab da irgendwas mit einem Kerker gehabt, ne? Kann ich hier vielleicht jetzt die Tür öffnen? Sehr schön. Die können wir zumindest one-hitten. Naja. Und die Ratte mir nichts tut.
Na, ach so, stimmt, die kann man ja nur von der anderen Seite. Aber wie komme ich denn da jetzt am Bett hin? Oh. Hallo. Meine Zimmer wieder hier. Ein da und to. Runter kann man, glaube ich. Man kann eigentlich fast überall hin, was man hier sieht. So, hopp. So eine Seele. Okay, hier sind die zwei Typen. Okay. Wenn ich jetzt hier runter huppe, kommen mir die Gegner. Nee. Ich. Okay. Okay, hier ist nichts. Hier ist nur heiße Luft. Alles klar. Gut. Ach. Ein. Ausschlag. Viel Erfolg. Oh Gott, das klingt schon sehr gut. Ach, guck mal. Aha. Nein. Abfall. Der Abfall. Ich glaube, damit kann ich irgendwas anfangen. Ich weiß noch nicht genau. Okay, was ist hier? Menschlichkeit. Gut. Aber warum viel Erfolg? Komm doch hier gar nicht runter. Darunter will ich. Aber ich nehme mal an, da müssen wir an diesem Ritter vorbei. Wo habe ich jetzt schon eine Chance gegen den hab? Ich meine, wir haben jetzt so oft aufs Maul gekriegt. Okay, hier war nichts. Ah. Eben los. Oh, wow. Okay, die halten jetzt wieder was aus, oder was? Zumindest einen halben Schlag. Okay. Autsch. Okay, okay. Schnell Heilung. Autsch. Ach, vielleicht hat er... Vielleicht verkauft er Goldhaar. Könnte natürlich auch sein. Schön. Böse. So. Hast du Reparaturpulver? Nein, das will ich nicht. Er hat nichts, ne? Der hat nichts. Waffen, das ist schön. Pfeile, ja, könnte ich holen. Aber ich will jetzt nicht nochmal unbedingt das mit dem Drachen machen.
Nee, was gibt? Nix gibt es. Okay. Ah. Gut, wir haben keine. Keine 10 Estes. Weil ich habe ihn vergessen. So, die Tür ist verschlossen, genau, nur von der anderen Seite. Noch mal hier kurz gucken. Ja. Okay, wunderbar. Hier kommt man nicht hin, ne? Genau das. Hier ist zumindest der Weg, wo man dann hinkommt, wenn man den schafft. Ich will ja noch mal versuchen beim Dark Knight. Alter, Netzhilfe. Ursprung. Ja, also keiner verkauft jetzt gerade das, was ich möchte. Das? Okay, das ist cool. Mal bitte. Schade. Okay. Okay, okay, ist gut, ist gut. Ist. Ja. Schön. So, der ist schon weg. Okay, gut, jetzt warten wir noch auf den Typen. Ja, und jetzt versuche ich schon mal mein Glück. Wie gesagt, es ist halt alles nur Glück. Noch. Mist. Okay, warte, ich will zumindest holen, was er da liegen hat. Was ist das? Nein, nein, nein! Ach! Kamera des Todes, ich sag's euch. Okay, da ist Akro. Oh, da ist auch Rift. Okay. Sehr schön. Frage ist halt, könnte ich ihn eigentlich auch runterschubsen?
Okay. War jetzt überheblich. Bei allen Maßen über. So, ich könnte doch hier rund. Versuch mal was. Mal gucken, ob ich es schaffe. Erstmal versuche ich nochmal von hinten. Okay. Okay, das war uncool. Nein, das war. Okay, Luft holen. Mehr als um. Letzter Versuch. Doppelpack oder was? Aber es reicht. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist erst. Wie gesagt, das war nur mal eine kleine. Okay, so zu sterben ist uncool. Das gilt nicht. Das zählt nicht als Tod. Das zählt auch nicht als. Kann man Best of machen? Best of der Dümmste. Endlich. Die haben nichts liegen gelassen. Ich dachte, da würde jetzt was. Ich krieg diese. Das. Nur einmal noch mal zu dem Typ. Gut, wir können natürlich auch noch mal aufs Claymore wechseln, weil wir haben sie nicht umsonst, ne? Haben sie ja extra deswegen gelevelt. Bis der Typ kommt, alles schon vorbei. Ja, Sauerstoff. Oh, er ist da. Und ich bin tot. Auch nicht. Cool. Gut. Hm.
Komm. Er kommt zuerst, weil er hat kein ne, weißt schon. Genau. Okay, auf geht's. Last round. Mindestens das Item will ich haben. Nein? Lass mich doch mal hier durch, du. Oh, Tränensteinring. Cool. Gucken wir uns dann an. Okay. Okay, zumindest haben wir jetzt einen neuen Ring. Da auch mal was Schönes, ne? Frage ist halt, was macht er? Verstärkt Verteidigung, wenn TP gering ist. Mhm. TP ist bei mir immer gering, also. Ja. Wenn ich sterbe. Das will ich bei dem großen Typen machen. Einfach schön von hinten rein. Man weiß ja, dass es funktioniert. Okay, ist gut. Ist gut. Wie man sieht, der Ring wirkt. Gucken, wie gut er wirklich ist. Okay. Okay, niemals von da oben sowas machen. Ich mach's trotzdem. Ja. Okay, sehr gut. Ja, man sieht, sobald man was getrunken hat, also wieder genügend Energie hat, ist alles wieder voll. Diesen Bonus. Mit parieren. Mal gucken, ob man. Aber ich, wenn ich das jetzt. Ja, gut. Also mein letzter Try jetzt. Ja, gut, das war's. Okay. Oder kennt ihr das, wenn ihr euch sagt, nee, ich höre jetzt noch nicht auf? Ich versuche jetzt noch mal zu parieren. Komm mal her, mein Freund. Parieren war ja das hier. Hm. Nee. 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 Jawohl. Okay, okay. Okay, das war cool.
Wenn das jetzt nochmal klappt, dann kann ich es nochmal versuchen, gegen ihn zu. Weil das ist halt wirklich eine 50-50-Show. Jawohl. Aber im Endeffekt klappt das dann auch bloß, wenn man gegen einen kämpft. Oh, okay. So. Mist. Okay, das war schlecht. Muss halt wirklich auf das Timing achten. Genauso. Ein da. Okay, dann habe ich auch pariert. Dann hat es zumindest gehört. Nein, war schlecht. Alter, Feuer ist ganz, ganz böse. Und ich bin verbrannt. Ach, Mann. Schön ist, wenn man in der Animation ist, trifft uns wenigstens. Na komm schon. Okay. Okay, das war gut. Ist falsche Taste. Okay, okay, okay. Feuer, Idiot. Ah. Nein, 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 nein. Okay. Arsch. Ah. Ich muss lernen zu parieren. Wenn ich das schaffe, gegen die zu parieren, hier zum Beispiel nicht. Aber so schaffe ich es, vermute ich auch mal gegen die großen Typen. Aber nur wenn. Mir geht es jetzt hauptsächlich ums Parieren. Sag ich jetzt mal. Wenn wir das jetzt noch irgendwie retten wollen, damit überhaupt was Neues dazukommt. Den werde ich jetzt mutig nicht parieren. Oder es klappt sogar zum ersten Mal. Okay, gut. Sehr schön. Hab's doch schon mal geschafft, den zu von hinten zu backstecken. Okay. Okay, okay. Tipp war parieren. Ach Mann, das.
Komm her, ich teste es nochmal bei ihm und dann. Okay, das war zu. Okay. Gut. Okay, war wiederum gut gewesen. Kommt da jetzt? Das war zu. Nein. Nein. Timing ist das A und auch wenn es jetzt nicht geklappt hat. Ne, auch wenn es jetzt nicht funktioniert hat, wir konnten ihn trotzdem. Ja. Genau. Okay, gut. Okay, warte mal, mir fällt gerade ein, wir haben doch noch einen Ritter gehabt. Der ist aber. Na gut, da kommt. Okay, kommt der jetzt? Achso, da kommt von. Alles klar. Feuerschaden. Okay. Na gut. Nein. 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 Warum? Warum nur? Während ich staggere, während ich das mache, reagiert er drauf. Hm. Wenn man die falschen anvisiert hat, ist es auch klar, dass das schief geht. Hm, Dankeschön. Alter. Wow. Er hat gesprungen. Mist, Mist. Alles gut, ich weiß, der Ring bringt mir gerade nichts, weil ich mich heile. Okay, das ist schön. Nee, doch nicht. Ach, beide sind tot. Ach, die leben alle noch. Mein Gott. Oh, und da ist noch einer. Beten, keine Ahnung wie. Jetzt üben wir wieder das Übliche. Wunderbar. Okay, der nächste bitte. Also bei dem Typen mit der. Der kann so drauf gehen.
Oh, das geht super. Das klappt auf jeden Fall besser als der Rest. Aber bei ihm klappt es komischerweise nicht. Nein. Er greift zu schnell an, er hat. Auch eine bessere Oberfläche. Ja, nee, hier. Ich hab kein Estus mehr. Okay, geil. Hier hätte ich theoretisch mehr Platz. Wow. Ich wollte gerade drücken. Oh Mann. Ach Mann. Was ist das? Okay, der andere kommt nicht hinterher. Gut. Fällt mir sehr. Er sieht mich nicht zum. Autsch. Boah. Die Aggressivität von. Und tschüss. Aber wenn ich jetzt runtergeflogen wäre, ich. Autsch. Autsch. Falsch gedrückt. Ich bin jetzt immer zu sehr an andere Spiele gewöhnt, wenn es jetzt um Ausweichen und so. Okay. Ein. Toll. Das war sehr, sehr gut. Du Arsch. Genau so will ich. Oh, oh. Shit. Shit. Oh nein, bitte nicht. Ach, come on. Das ist doch jetzt ätzend. Oh, kommt er jetzt? Ne, ich habe den nicht getriggert, okay. Okay, gut, gut. Oh.
Ja gut, dass ich ihn trigger, das ist klar. Nein. Sag mir jetzt nicht, ich kann mit dem nicht parieren. Doch. Nein, nicht zu schnell, der ist einfach zu schnell für mich. Das ist nicht gut. Na gut, da würde ich sagen, das war eine weitere Folge Dark Souls Remastered. Wir haben, was haben wir erreicht? Wir haben gelernt, wie man pariert. So halb halb. Und ja, haben uns mit den Gargoyles gemessen, haben gemerkt, wir haben teilweise Chancen, aber wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, an Goldhorts zu kommen. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, und ja, ich weiß, einige würden jetzt sagen, so, voll der Noob. Ja, ich bin halt der Noob, ne? Aber ja, bis dahin erstmal. Tschüss.